Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Leipzig sind heute, nach Meldungen aus Kirchenkreisen, die meisten der gestern festgenommenen Demonstranten wieder auf freiem Fuß. Inzwischen wurde bekannt, dass nicht nur 80, sondern mehr als 120 Menschen bei der inoffiziellen Kundgebung zum Gedenken an die Arbeiterführer Luxemburg und Liebknecht vorläufig in Haft genommen worden waren. 800, meist junge Leute, hatten sich gestern Abend auf dem Leipziger Marktplatz versammelt, um für eine Demokratisierung der DDR-Gesellschaft zu demonstrieren. Die Prager Polizei ist heute erneut massiv gegen Demonstranten vorgegangen, die auf dem Wenzelsplatz Blumen niederlegen wollten. Nach Augenzeugenberichten drängten die Sicherheitskräfte mit Hunden, Wasserwerfern und Tränengas stehenbleibende Passanten und Gruppen von Sympathisanten auseinander. Bereits gestern war es zu schweren Zusammenstößen und Festnahmen gekommen, als Dissidenten des Studenten Jan Palach gedenken wollten. Er hatte sich vor 20 Jahren aus Protest gegen den Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes verbrannt.